Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Förde, ich möchte Sie vor dem Wochenende über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Förde informieren. Ja, die meisten von Ihnen haben die Kerninhalte der Verständigung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am 14.04. mitbekommen und wahrscheinlich auch die entsprechenden Pressekonferenzen verfolgt. Heute hat uns nun die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erreicht, die die Ergebnisse des Bundes mit den Ländern ja für NRW erst verbindlich macht. Sie finden die neue Verordnung wie immer auf der Homepage der Stadt Förde. Im Kern bleibt es demnach mindestens bis zum 4. Mai bei den bestehenden kontaktreduzierenden Maßnahmen. Für den Einzelhandel gibt es aber erfreulicherweise bereits erste Lockerungen der Beschränkungen. Neben den bisher gestatteten Öffnungen für zum Beispiel Supermärkte und Baumärkte können grundsätzlich alle Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen und darüber hinaus auch beispielsweise Einrichtungshäuser, Fahrradgeschäfte und Autohäuser. Hierbei ist allerdings strengstens darauf zu achten, dass die aus den Supermärkten und Baumärkten bekannten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, denn das wissen Sie, die Infektionsgefahr besteht weiterhin unvermindert fort. Sie haben es somit auch durch Ihr diszipliniertes Verhalten selbst in der Hand, dass diese Lockerungen nicht wieder zurückgenommen werden müssen, falls die Infektionsraten sich wieder erhöhen, sondern dass sie hoffentlich im nächsten Schritt sogar ausgeweitet werden können. Beispielsweise wünschen sich die Gastronomiebetriebe nicht nur in Förde, dass auch sie bald über den derzeit erlaubten Hol- und Bringdienst wieder ihre Dienste komplett für die Öffentlichkeit dann sicherlich auch mit beschränkten Zugangsmöglichkeiten anbieten können. Friseurbetriebe dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Wie ich warten viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon sehnlichst darauf, dass wir bald wieder zum Friseur gehen können. Kitas, und das ist wichtig für die Eltern, auch der Kleinkinder, bleiben mit geringfügigen Ausweitungen der Betreuungsangebote für die sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen zunächst einmal weiterhin geschlossen, sodass auch die Eltern leider hier noch Geduld üben müssen, was die Betreuung ihrer Kinder angeht. Ich weiß, dass das für viele, die jetzt auch in den Beruf wieder zurückkehren, vielleicht das bisher nicht so wahrgenommen haben, auch eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Für den Schulbetrieb, das werden Sie mitbekommen haben, wird es in mehreren Schritten jetzt wieder losgehen. Die erste Phase beginnt für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen der Klassen 10 und der Stufe 12, also 10 an der Realschule Förde und 12 am Gymnasium Förde am Donnerstag. Vom Montag bis einschließlich Mittwoch werden die Lehrkräfte in den Schulen das soweit vorbereiten, sodass eben ab Donnerstag die notwendigen Vorbereitungen auf die Abschlussprüfung dann zunächst auf freiwilliger Basis für die Schülerinnen und Schüler auch erfolgen können. Die zweite Phase wird dann am 4. Mai beginnen, und zwar für die vierten Klassen der Grundschulen sowie für die Jahrgänge der weiterführenden Schulen, die dann im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen werden. Für die sonstigen Schülerinnen und Schüler, und das ist ja dann dennoch die überwiegende Zahl, ist bisher noch keine Regelung getroffen. Hier müssen wir also die weiteren Ergebnisse der Beratung der Kultusministerkonferenz und letztlich auch des Bildungsministeriums NRW abwarten. Nähere Ausführungen, wie das jetzt alles vonstatten gehen soll, erhalten die Eltern und die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen durch die Schulleitung, die in enger und sehr intensiver Abstimmung mit der Stadtverwaltung die organisatorischen Dinge soweit vorbereiten, im Hinblick auf Hygienestandards, im Hinblick auf Raumkonzepte und auch noch auf viele, viele weitere Themen. Dennoch besteht auch für uns in der Verwaltung und für die Schulen noch eine Vielzahl an offenen Fragen, zu deren Beantwortung Schulen und Verwaltung auf Aussagen des Landes warten müssen, beispielsweise wie der Schultransport, der Schülertransport in den Bussen organisiert werden soll und ganz entscheidend für die Schulen, wie es auch mit der Lehrerversorgung aussehen soll, weil ja viele von Lehrkräften auch zu den gefährdeten Gruppen gehören aufgrund ihres Alters oder auch aufgrund von Vorerkrankungen. Hier wird also spannend bleiben, wie sich der Unterricht organisieren lässt, wenn ein Teil der Lehrkräfte gar nicht zur Verfügung stehen dürfte. Auch dürfte gerade die Abiturientinnen und Abiturienten sowie die Schulabgänger der Realschule interessieren, ob überhaupt und wenn ja, wie die Abschlussveranstaltungen stattfinden können. Ich weiß, das ist für viele der Höhepunkt zum Abschluss der Schullaufbahn und es ist wirklich traurig,
wenn das gänzlich ins Wasser fallen würde. Aber auch hier müssen wir warten auf konkrete Ausführungsbestimmungen des Landes. Und Schulen, Schulleitungen sowie auch Verwaltung und ich persönlich, wir hoffen wirklich darauf, dass wir hier möglichst zeitnah den betroffenen Schülerinnen und Schülern auch Sicherheiten und verbindliche Antworten geben können. Der Betrieb auf öffentlichen und privaten Sportanlagen ist weiterhin zunächst bis zum 4. Mai untersagt. Ich persönlich gehe davon aus, dass es danach aber damit nicht aufhören wird und dass die Beschränkungen weiter gelten werden, sodass wir auch im Hinblick auf unser Hallenbad und unser Freibad nicht zwingend davon ausgehen können, dass wir hier in den regulären geöffneten Betrieb wieder gehen können. Wir halten unser Hallenbad betriebsbereit und können theoretisch innerhalb von 2 Tagen das wieder hochfahren. Und wir bereiten auch unser Freibad auf den geplanten Eröffnungstermin am 21. Mai vor. Aber ich sage das an der Stelle schon mal, eine Eröffnung des Freibades zum 21. Mai dürfte eigentlich ausgeschlossen sein, solange die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die Öffentlichkeit gelten. Hoffen wir daher gemeinsam, dass durch weiterhin konsequente Zurückhaltung aller Bürgerinnen und Bürger die Ausbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden kann. Für die bisher aufgebrachte Disziplin, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmal ganz, ganz herzlich danken. Die große Herausforderung wird sicherlich darin liegen, dass wir alle trotz der ersten Lockerungen im Einzelhandel die Notwendigkeit der Kontaktreduzierung weiterhin sehr, sehr ernst nehmen und es, soweit es irgendwie geht, uns weiter auch zurücknehmen in unserem Verhalten. Das bedeutet auch, dass wir trotz des schönen Wetters von Picknicken und Grillen im öffentlichen Raum weiter Abstand nehmen müssen, uns weiterhin maximal zu zweit bzw. im Familienverbund im Freien aufhalten und auch im privaten Umfeld die weiterhin bestehende Infektionsgefahr sehr, sehr ernst nehmen. Letztlich ist diese Infektionsgefahr bei der Grillparty mit Freunden im Garten eben nicht geringer als in der Öffentlichkeit. Und deswegen möchte ich wirklich an alle appellieren, das, was für den öffentlichen Raum gilt, auch im privaten Bereich zu beherzigen. Denn dadurch haben Sie selbst auch in der Hand, dass wir möglichst schnell die Ausbreitung des Virus weiter reduzieren können. Auch im Interesse der vielen Menschen, die bereits in den letzten Wochen Außerordentliches geleistet haben, um unser System zu stabilisieren, und denen ich dafür nochmal ganz, ganz herzlich danken möchte, appelliere ich an Sie alle, halten Sie sich weiter an die einschränkenden Bestimmungen und helfen Sie dadurch mit, dass wir möglichst schnell wieder ein Stück Normalität erreichen können. Bleiben Sie gesund.